Schweinerei, jetzt bin ich schon auf dem 15. Zimmer und immer ist noch nicht richtig. Ich werde mal hier sehen. Verzeihung, bin ich hier vielleicht richtig? Das weiß ich nicht. Die Auskunft ist Zimmer 178. Dankeschön. Werde ich mal hier sehen. Verzeihung, ich möchte... Ja, sagen Sie mal, können Sie denn nicht lesen? Draußen steht klar und deutlich, herein ohne anzuklopfen. So, nur da entschuldigen Sie, da komme ich nochmal wieder rein ohne anzuklopfen. Oh, da bin ich wieder ohne anzuklopfen. Das sehe ich, das brauchen Sie mir nicht zu sagen. Oder halten Sie mich vielleicht für einen Dummkopf? Nee, ich kenne Sie zu wenig, Herr Präsident. Was soll das heißen? Setzen Sie sich. Ich wollte bloß einmal fragen, ob... Setzen Sie sich? Sie können nachher fragen, warten Sie. Was ist denn das? Die lustige Witwe, Herr Regierungsrat. Sie dürfen aber hier nicht die lustige Witwe pfeifen. Na, pfeif mal was anderes. Nein, überhaupt nicht. Donnerwetter. Ich dachte, Sie können dabei besser arbeiten, Herr Polizeipräsident. Ich bin doch nicht Polizeipräsident. Na, lassen Sie mal. Was nicht ist, das kann ja nur werden. Wir haben hier alle mal klein angefangen. Was sind Sie denn da? Ich bin wahnsinnig erregt. Bedeshof E-Moll. Ich verbitte mal solche Insultationen. Worüber lachen Sie denn schon wieder? Über das verrückte Wort. Beamte sagen niemals verrückte Worte. Merken Sie sich das. Ah, so. Aber das Wort, das kann ich mir nicht merken. Das dauert mal viel zu lange. Inzwischen wird ja hier mein Grundstein alt. Was wird alt? Mein Grundstein, den ich hier in der Tite habe. Was wollen Sie denn mit dieser scheußlichen Klamotte hier bei mir? Das ist mein neues Sanatorium in Spee. Ich verstehe überhaupt nichts mehr. Das glaube ich. Und sehen Sie, Sie haben sich trotzdem schon ein paar Jahre hier auf dem Posten gehalten. Sagen Sie endlich, was Sie wollen. Meinen Grundstein anmelden. Aber doch nicht hier. Nee, auf der Vogelwiese in Rungsendorf. Und was wollen Sie hier bei mir? Anmelden, Herr Veterinär. Aber Sie sind hier doch nicht richtig. Na, erlauben Sie mal, wieso denn? Sie sind im falschen Zimmer, lieber Freund. Verschonen Sie mich mit Ihrem Quatsch. Wo muss ich denn da hin? Das weiß ich doch nicht. Sagen Sie mal irgendetwas, was Sie wissen, Herr Staatssekretär. Lassen Sie mich jetzt in Ruhe. Auskunft, Zimmer 178. Manchmal ist Reden zum Verrücktwerden. Auf Wiedersehen, Herr Oberkontrolleur. Werden wir mal gleich einmal hier versuchen. Mahlzeit, schmeißen Sie doch die Tür nicht so. Sie sind doch hier nicht zu Hause. Gott sei Dank nicht, nee. Warten Sie, bis ich Sie frage. Wie alt sind Sie denn? 40 Jahre, aber ich fühle mich viel jünger. Das will ich hier nicht wissen. Wo denn? Überhaupt nicht. Also Sie wollen heiraten. Ich heiraten? Na, ich bin doch schon verheiratet. Das wäre ja Bigamisterei. Naja, Sie sind doch aber hier auf der Eheberatungsstelle. Eheberatungsstelle? Jetzt brauche ich keine Eheberatung mehr. Nee, mein Lieber, da hätten Sie mich vorwarnen sollen. Ich will meinen Grundstein anmelden. Ja, und wozu belästigen Sie da mich so lange? Ich bin ja gar nicht zu Worte gekommen. Na, hören Sie mal auf, ja. Mir sind ja schon die Füße eingeschlafen. Na, dem Geruch nach, da müssen Sie schon lange tot sein. Mahlzeit. Jetzt bin ich hier schon auf dem 20. Zimmer. Stimmt immer noch nicht, so eine Schweinerei ist das. Warten Sie, warten Sie, warten Sie nicht so stürmisch. Was ist denn das zum Donnerwetter? Schnuppen. Ich habe ein kleines bisschen Schnuppen. Bei der Witterung ist das ja nicht zu verwundern. Jetzt werde ich mir euch doch mal die Nase putzen. Sagen Sie mal, haben Sie eine Ladung? Nee, jetzt ist schon alles draußen. Wie heißen Sie denn? Paul Neugebauer, Rungsendorf. Moment mal. Nagel, Natsch, Nachot, Nauke, Neben. So viele Namen habe ich ja gar nicht. Ich suche Sie. Ich bin ja hier, oder wollen Sie mit mir etwa blinde Kuh spielen, Herr? Also, Neugebauer, wie verhält sich das nur mit Ihnen? Oh, danke sehr, soweit ganz gut. Bloß ein bisschen Schnuppen habe ich, ne? Boah, Schnuppen. Ach ja, aber es ist mir schon wieder besser. Das interessiert mich nicht. Wir sind ja nicht bei der Krankenkasse. Nicht? Na Gott sei Dank, ich dachte, ich hätte mich schon wieder verlaufen. Hier ist also eine Anzeige. Ist schon wieder jemand gestorben? Nein, eine Anzeige gegen Sie. Sie sollen auf der Straße nachts gesungen haben, ich habe mein Herz in Heidelberg verloren. Was habe ich verloren? Ich habe mein Herz in Heidelberg verloren. Das tut mir aber sehr leid. Haben Sie es wiedergefunden? Nein, Sie, Herr, Sie. Ich war ja noch gar nicht in Heidelberg. Sie sollen gesungen haben. Wo, in Heidelberg? Jetzt lassen Sie mich endlich weiterkommen. Ich will Ihrem Weiterkommen wirklich nicht hinderlich sein. Ich räume das Feld. Ich kann nämlich schon vor Müdigkeit nicht mehr antworten. Auf Wiedersehen, Mahlzeit. Wo wollen Sie denn da hin? Was? Das ist doch das Fundbüro, wo Sie da reingehen. Nur da kann ich wenigstens nicht verloren gehen. Gute Nacht, auf Wiedersehen. Tolle Leute, tolle Leute. Rein. Ach, Herrn, um Gottes Willen, Herr Regierungspräsident. Ach, können Sie mir nicht sagen, wo mein Mann ist, mein Mann. Ach, nein, der ist vor 8 Stunden hier ins Stadthaus gegangen und seitdem spurlos verschwunden. Und da dachte ich, hier ist doch das Fundbüro.
Ja, sagen Sie mal, wie sieht denn der Mann aus? Ach, er sieht so ungefähr so aus wie Sie, bloß ein bisschen schöner. Naja, und besondere Kennzeichen? Ja, eine Wanderniere und ein Fettherz und faustdick hinter den Ohren hat er auch und Haare auf den Zehen. So, so, Moment mal, gucken Sie mal da hier rein. Hier, hier, meinen Sie vielleicht den? Er schläft, der Mann, ja, das ist er. Ach, ich hatte so eine Angst um dich, Paul, wach auf. Was ist denn los? Ich dachte schon, sie hätten dich verschleppt mit dem Mädchenhandel nach Buenos Aires. Auf 27 Zimmern bin ich hier 8 Stunden verkehrt rumgelaufen. Was wollten Sie denn eigentlich? Nur den Grundstein anmelden. Da brauchen Sie gar nichts anzumelden. Sie brauchen nur zu bauen. Die Steuern, die holen wir uns dann von ganz alleine. Na, da bin ich ja beruhigt. Siehste, Paul, siehste, da braucht bloß dein Weiberle zu kommen und alles ist wieder im Lote. Ja, und in Zukunft, wenn ich wieder mal aufs Stadthaus muss, dann nehme ich mal einen Bädiger mit und für 14 Tage Proviant. Auf Wiedersehen, meine Herren, Mahlzeit.